Hallo, buenos dias aus Motril, ihr Lieben. Guck mal, wo wir waren. Wir haben uns Gurken geholt. Wir waren gerade natürlich schon im Lidl einkaufen, sind ja gestern erst wieder in Spanien angekommen nach unserer Marokko-Tour und waren zu geizig, Gurken zu kaufen. 75 Cent eine Gurke haben wir uns jetzt hier mitgenommen. Und jetzt fahren wir weiter nach Denia. Knapp 500 Kilometer sind das. Wir haben unfassbar gut geschlafen. Also ich glaube Bernd auch. Ne? In Marokko litt ich wirklich an Schlafstörungen. Boah, ich habe meistens nur so 4-5 Stunden geschlafen. Ich konnte schlecht einschlafen. Ich war oft wach nachts und ab 5 Uhr war meistens die Nacht vorbei. Auch die Kleine. Also, und heute, wir haben 11 Stunden, glaube ich, geschlafen. Boah, das war so unfassbar gut. Also ich bin richtig fit. So ein Schlafmangel 3 Wochen lang, der war hart. Ja, wünsche uns eine gute Route. 479 Kilometer. Am Nachmittag werden wir ankommen. Wir werden wieder wild stehen. Wir müssen nochmal Abwasser ablassen und Toilette und neu tanken. Aber in Denia, da waren wir ja schon mal. Da ist so eine Stelle dafür. Und ich wünsche euch ganz viele tolle Eindrücke und uns auch. Wir fahren an der Küste von Spanien entlang. Das sieht immer so schön aus. Ich werde es versuchen, euch zu zeigen. Aber mit der Kamera kann man das meistens nicht so schön einfangen. Gut. Bis gleich und viel Spaß bei unserem Reisetag. Jetzt dürfen wir auch wieder unsere Spiegel dran haben. Die mussten wir in Marokko nämlich abnehmen, diese. Wir müssen die sogar dran haben in der EU. Ja, hier müssen wir die dran haben. In Marokko haben die uns angehalten und haben gesagt, die müssen ab sein. Da ist der Bernd immer ohne gefahren. Das erschwert das Ganze natürlich, oder? Mittlerweile. Ist schon, ja, mittlerweile kann der Bernd fast blind fahren. Ja, das Wetter ist unglaublich schön. Mir erscheint der Himmel strahlend blauer als jemals zuvor und die Palmen saftiger und schöner. Marokko, Marrakesch war ja auch voll geiler blauer Himmel, oder? Ja, aber trotzdem, hier ist es einfach mir persönlich lebensleichter. Ja, ich bin einfach unglaublich glücklich. Warte, ihr seid verschmiert. Was sagst du, Olivia? Was soll ich nehmen? Ja, ich hab's. Oh, das war aber doch nicht alles. Und da wurde mir gerade auf Instagram geschrieben, in Almeria ist so ein Container wie auch in Motril, den wir mit den Gurken da hatten, aber halt mit Tomaten und Artischocken. Wir haben leider keine Adresse. Das war gar nicht Motril, das war ja Cachona. Aber ich habe gefragt und die Antwort kam jetzt noch nicht, also fahren wir weiter. Ja, wir sind jetzt auf so einer Shell-Tankstelle. Wir haben voll lange nach einem Platz gesucht, wo wir mal eben Pause machen können. Mach rein, Livia, dann kann ich zumachen. Und was haben wir entdeckt? Guck mal, das ist in Spanien total oft, dass du direkt die Möglichkeit hast, Abwasser, Toilette zu entleeren. Hier stehen auch ein paar Wohnwagen. Hier, Livia, hier ist unser Wohnwagen. Ist windig, ne? Schön. Richtig schön ist das hier. So froh. Ich kann es nicht oft genug sagen. So, Livia, kletter mal rein. Hopp, hopp. Das Tuch fliegt weg. Oh. Rein. Nein, bleib drin, bleib drin. Ja, für uns Murphy ist das Wasser, der Napf. Hier sieht es auch ganz schön wüstenmäßig aus, ne? Ja, Mann. Total toll. Toll, ne? Mami. So, jetzt müssen wir noch die Entsorgung finden. Hast du die Entsorgung gefunden? Keine. Oh. Schade, hätte ja sein können. Da ist aber keine. Ja. So, wir sind jetzt schon bei Murcia. Da haben wir auf dem Hinweg auch einen Halt gemacht. Erinnerst du dich noch, Papa? Ja, haben wir aufgesetzt. Echt? Ja, ein komischer Stellplatz da, wo der Aldi war. Hier sind so einige gratis Wohnmobilstellplätze. Aber ihr wisst ja, wir stellen uns auch mit dem Wohnwagen eiskalt drauf. Sind
da nennt sich Kackenfrech. Kackenfrech hat auch funktioniert. Jedenfalls sind hier diese Reisfelder auch und so. Und hier war der schöne Strand mit den wunderschönen Muscheln, wo ich mir von hätte welche mitnehmen sollen. Aber da waren wir zu dem Nationalpark, der da in Murcia ist. Und da haben wir dann Muscheln gesammelt, die wir aber alle die hinterlassen haben, weil wir die konnten ja nicht mit nach Marokko nehmen, wisst ihr. Und Nein. Da ist mit dem Wohnwagen, ja doch, da wird man hinkommen, aber nein. Nein, ich will einfach kurz und knackig durchreisen. Oh, guck mal, dieser schöne Berg. So beeindruckend, die Gebirge, so schön sieht das aus. Wir fahren jetzt noch 1 Kilometer zur Entsorgungsstation. Wegbringen und abholen, was wir haben möchten, nämlich frisches Wasser, damit wir die Körper reinigen können und unser Geschirr. Brauchen wir neues frisches Wasser. Und das ist in Spanien wirklich viel ausgezeichnet, ne? Ja. Die App Park for Night könnt ihr dafür, die zeigt euch alles an, auch Gratisstellplätze. Problem ist halt, dass die oft überfüllt sind, diese Gratisstellplätze. Also nicht zum, dass man da nicht mehr stehen kann, aber trotzdem kann man ja entsorgen, Wasser und neu tanken, Wasser und so, Toilette, Gedönskes. Rechts abbiegen auf Carrer del Ayuxucur. Dann befindet sich das Ziel links. Oh, an die Palme erinnere ich mich noch hier. Die große, prächtige Palme. Da warst du aber nicht mit hier. Doch. Einmal war ich mit. Wir haben ja 2 Nächte da geschlafen in dem Jahr. Einmal hast du Bibi-Taxi gemacht, hast alleine weggebracht. Okay. Und einmal in 300 waren wir alle Ziel an Bord. Befindet sich links. Carrer del Ayuxucur. Wo wir nach Motril dann, glaube ich, gefahren sind. Ach, hier sind auch die Orangenbäume. Hier sind sogar noch welche dran. Oder Mandarinen. Valenzina. Da war alles voll mit Wohnwagen. Franzose. Das Ziel befindet sich links, Carrer del Eiben Palanquier. So, kommt mal mit. Wir haben jetzt schon alles erledigt, aber ich wollte euch einmal zeigen, wie so eine Station hier aussieht. Huch, hätte mich auch interessiert früher. Also wir haben jetzt eine Gallone extra mitgenommen, Wasser aufgefüllt. Sind alles wieder zu, weggepackt? Nein, das Laufrad muss noch rein. So, genau, also hier könnte man drüber fahren und Grauwasser ablassen. Toilette kannst du hier wegschütten und ausspülen. Und jetzt kommt der Clou. Du kannst hier Geld reinschmeißen, einen Jeton, wo auch immer man den bekommt, kriegst du 100 Liter Wasser. Hier, ja. Wow. Aber hier fürs WC, wenn du da drauf drückst, kommen so ja, vielleicht 5 Liter Wasser raus. Und wir haben ja nur einen 20 Liter Kanister, wir haben jetzt das genommen. Ist kein Trinkwasser angeblich, weil halt da ja die Toilette auch gereinigt wird. Aber wir nehmen es ja nur zum Händewaschen und so. Aber es ist ja sauber, also wir haben es abgewaschen und so. Ja, und keine Ahnung, wo es hier die Jetons gibt. Und hier ist so ein kleiner Park. Da kann man hier sich auf eine Bank setzen oder da vorstellen und Fahrrad fahren. Und so ein paar Geräte. Ja, wohin? Zeig mir mal die Geräte. Ja, so können wir jetzt wieder gut 2 Tage frei stehen. Ich soll das mal ausprobieren? Ja. Okay, warte. Ich fahre jetzt hier Fahrrad. Ja? Ja. Parkplatzromantik für uns heute. Und jetzt machen wir eben den Kühlschrank an. Soll ich? Ja. Okay. Klappt? Super. Genau, also wir sind jetzt in Denia. Hier waren wir schon mal.
Hier sind Spielplätze und so ein Trimm-dich-Pfad und ein Waschsalon. Ich packe jetzt die Wäsche, wir haben sehr viel Wäsche. Die Kinder sind auf dem Spielplatz. Ja, ich packe mal eben die Wäsche, sortiere das. So, warum haben wir überhaupt so viel Wäsche in Marokko? Habe ich doch meine Wäsche nicht aus der Hand gegeben, weil die immer mitnehmen wollten und dann abends wiedergeben. Und ich habe auch mal gesehen, wie die so behandeln, wenn die gewaschen wurde. Vor allem Aufhängen wurde die einfach so auf den Boden gelegt und dann aufgehangen und das mag ich nicht. Und deswegen, hier ist jetzt dieser Waschsalon, da haben wir diese 12-Kilo-Maschinen. Da machen wir jetzt einfach 2 Stück an, alles in Trockner und dann ist alles wieder zack, zack, fertig. Ja, so, Wäsche läuft. Er hat Wäsche angemacht im Waschsalon. Ich spüle jetzt, was so in 3 Tagen an Butterbrotdosen und so, also 3 Reisetage, 2 Nächte liegen geblieben ist. Mama. Kochen. Und dann kommt die Wäsche wieder. Ja, Livia? Ich habe ein Kaninchen in meiner Box. Oh. Und dann kann ich da das Bett beziehen, ja? Den reingeben schon oder noch nicht? Den wir teilen. Zeig mal. Die Zucchini schon haben oder noch nicht? Ja, gib reinlich alles dahin. Wo ich die reintun kann. Wie viel ist das denn von der Größe her? Was soll ich jetzt sagen? 2 Kilo? Ja, das reicht. Wir haben ja heute Gurkencontainer. Die muss ich noch waschen. Das haben wir schon gewaschen, Livia und ich. In Natronwasser. Dann schneide ich jetzt eine Babywassermelone. Wir waren ja einkaufen und guck mal, was wir noch gekauft haben heute. Chirimoya, die spanische Superfrucht, die ist so lecker, die muss noch reifen. Kilo 4,99 Euro. Ich habe 5 Stück mitgenommen, das waren 1,3 Kilo. 6 Euro, weiß ich nicht, 50 oder so. Hm? Was geben? Die Melone. Die Melone, die sollte ich dir doch jetzt schneiden, oder? Willst du die noch mal haben? Ja. Bitte schön. Da haben wir nur noch Zwiebeln drin. Kalt! Jetzt haben wir nur noch Zwiebeln da drin. Super. Okay, dann mache ich gleich eine Gemüsepfanne. 3 Zucchini waren schlecht. Ja. Hier habe ich weg. Eine Paprika jetzt. Nee, verwurste das. Ich hole mir eine neue. Stimmt. Wonach? Ja, riech doch mal. Riech mal an dem Korb. Riechst du das? Ja. Riech mal. Also vielleicht, weil eine schlecht war. Schneiden! Ja, gib her. Ich schneide dir ein Stück. Aber essen musst du die draußen. Die kann... so. Okay. Die kannst du nicht im Bett essen, bitte. Die schöne, saftige, tropfende Babywassermelone. Riech nochmal dran. Ja. Also nochmal noch. Ich wasche das alles nochmal ab. Ja, aber hier, die Gurke, die war echt muffig. Mhm. So, gleich 19 Uhr. Haben wir den Tag sehr gut rumbekommen heute. Heute hat er gefühlt zu wenig Stunden, aber wir haben ja auch sehr lange geschlafen heute. Das fehlt einem dann am Ende des Tages. Smurfy liegt hier auf dem unbezogenen Bett. Der wartet, dass er frische Bettlaken bekommt. Ne? Wir haben uns ja so ein bisschen aufgeteilt und ich habe hier noch Reste Reis. Das ist jetzt dann halt die Gemüsepfanne. Gleich nur noch das Bett beziehen. Hier sind unsere gekontainerten Gurken gewaschen, die können wir gleich verräumen. Und dann haben wir es geschafft. Morgen haben wir noch einen Reisetag. Also es sind jetzt echt viele Reisetage zurzeit. Wir haben auch ein paar Kilometer vor uns bis in die Türkei. Wie viel Baguette haben wir denn noch, fragt Bernd. Der ist nämlich einkaufen, während... während die Wäsche im Trockner ist. Genau. Wie viel Toast dann noch? Oh, mal eben gucken hier. Gerade alles verräumt. Aua. So, wir haben 2 Pakete Toast. Wir haben 2 Pakete. So.
Die eine Maschine war so voll, die ist nicht trocken geworden. Normalerweise 20 Minuten Trockner, dann ist das trocken. Heute nicht und das ist auch unsere Bettwäsche und die brauchen wir ja direkt wieder. Ich habe jetzt hier nicht ganz viele Wechselwäsche-Dinger dabei. Deswegen ist der Bernd jetzt mit der einen Tüte, ich habe das Nasse aussortiert und das Trockene nochmal hin. Ich sortiere das jetzt ein. Ja, also es ist nicht nur, das hält manchmal halt einfach auf, weil du kannst halt nicht einfach zu Hause deine Waschmaschine machen. Das dauert jetzt halt, ne? Dieses Hin und Her. Aber ich will mich nicht beschweren. Das haben wir uns so ausgesucht. Das wissen wir. Das ist auch alles in Ordnung. Ich will das nur erklären, warum wir nicht an solchen Tagen, wo wir so gereist sind, zum Beispiel sagen, oh, jetzt besichtigen wir noch eben hier in denen ja das Schloss oder so. Jetzt war uns halt die saubere Wäsche wichtiger. Und ja, so ist das dann halt manchmal. So. Das mache ich immer runter. Ich wollte noch sagen, dass wir für die Maschinenwäsche, das waren jetzt halt zwei, aber ich würde sagen, das waren mindestens 6 Haushaltsmaschinen, so normale, die man so zu Hause hat. Mindestens 6 Stück und Trockner haben wir jetzt circa, also fast 20 Euro bezahlt. Ich weiß nicht genau, Bernd hat das bezahlt, aber das finde ich für 6 Maschinen echt in Ordnung, also 6 Haushaltsmaschinen. So. Das war mein Blub-Handy, das war die Benachrichtigung, dass Bernd was bezahlt hat. Da kommt er jetzt gleich. So, ja? Soll ich dir helfen, die Socken auszuziehen? Ja, komm her. Ja, ich wollte den Vlog noch beenden, ihr Lieben. So. Bis morgen in alter Frische. Tschüss.